Das ist wirklich mehr als krass. Die hawaiianische Insel namens East Island ist tatsächlich komplett vom Ozean verschlungen worden. Und das fast über Nacht. Das macht selbst Forschungsteams fassungslos. Und sie ist bereits die zweite Insel in dieser Region, die komplett überschwemmt wurde. Wie das passieren konnte und welche fatalen Folgen das mit sich bringt, jetzt in Klicks um Science and Fiction. Hier gibt es täglich faszinierende Wissenschaftsvideos. Abonniert den Kanal, denn nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Konkret geht es um die hawaiianische Insel East Island im Pazifischen Ozean. Sie gehört zu den French Frigate Shoals, vom Durchmesser her das größte Atoll der nordwestlichen Hawaii-Inseln. Doch Anfang Oktober passierte es und East Island war quasi über Nacht verschwunden. Damals wütete der Hurrikan namens Wallaka im Pazifik. Er wird mit zu den stärksten tropischen Stürmen seit Beginn der Aufzeichnung gezählt. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 260 Kilometern pro Stunde fegte er über die Region. Und auch wenn er glücklicherweise nicht auf Land traf, das von Menschen bewohnt wurde, sind die Folgen verheerend. 4,5 Hektar groß war East Island ursprünglich und somit die zweitgrößte Insel des French Frigate Shoals. Der Klimaforscher Charles Fletcher war noch im Juli auf der jetzt verschluckten Insel. Schon länger war seinem Forschungsteam klar, dass East Island irgendwann einmal untergehen würde. Doch die Fachleute gaben der Insel dafür noch einige Jahrzehnte. East Island ist nicht die erste Insel, die im Ozean verschwunden ist. Auch Trick Island wurde bereits vom Wasser überschwemmt. Doch dies dauerte mehrere Jahre. Zudem sind die Fachleute auch äußerst überrascht, wie schnell East Island im Ozean versunken ist. Ihr könnt es euch vielleicht schon denken, wahrscheinlich liegt es am Klimawandel, dass die Hurricanes immer heftiger und intensiver werden. Darüber hatten wir ja schon mehrmals hier ausführlich bei Klicks um Science and Fiction berichtet. In einem Interview sagt Fletcher: Ich hatte einen heilige Scheiße-Moment und dachte, oh mein Gott, sie ist weg. Das macht die Vielfalt des Ökosystems dieses Planeten wieder ein Stück weit instabiler. Und tatsächlich, die Insel hatte beispielsweise für die grüne Meeresschildkröte eine wirklich existenzielle Bedeutung. Sie diente als zentraler Nistplatz und zwar sage und schreibe für die Hälfte der weltweiten Population. Das ist wirklich tragisch, vor allem wenn man bedenkt, dass die grüne Meeresschildkröte vom Aussterben bedroht ist. Bestätigt auch der Biologe Charles Littman. Es besteht kein Zweifel, dass dies die wichtigste Insel zum Nisten der Meeresschildkröten war. Und auch für die Hawaii-Mönchsrobbe ist der Untergang der Insel fatal, denn alleine ein Siebtel der weltweiten Population wurde auf East Island geboren. Fest steht also, beiden Tierarten fehlt durch den Untergang der Insel jetzt ein zentraler Lebensraum. Forschungsteams können nur in einem kleinen Punkt Entwarnung geben, denn die Tiere waren von dem Wirbelsturm wohl nicht direkt betroffen, sondern waren zu diesem Zeitpunkt bereits weitergezogen. Was der Untergang der Insel langfristig für die Region und die Arten dort bedeutet, das steht noch nicht fest. Das können die Experten und Expertinnen wohl erst bei der nächsten Sommerexpedition untersuchen. Nicht ausgeschlossen ist es auch, dass East Island irgendwann wieder auftaucht. Fest steht aber, dass selbst in einem solchen Fall die Landschaft oberhalb des Wasserspiegels lange brauchen wird, um sich von ihrem Schicksal zu erholen. Ja, wenn ihr kein Video zu diesen und zu allen anderen Themen in Zukunft verpassen wollt, dann abonniert Klicks um Science and Fiction auch auf Englisch, denn auch da gibt es immer mehr Videopremieren. Dafür einfach hier draufklicken und hier drunter, da geht's weiter mit Exciting Discovery Ice Age in Europe. Will the Gulf Stream come to a standstill? Bis bald, hoffentlich auf dem englischen Kanal. See you soon. Stay tuned.